Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir, Apps und Games. Und es gibt heute ein Lego Junior Spiel für euch. Echt cool. Und zwar ist das Lego Juniors Quest. Ein echt spannendes Spiel. Ich weiß aber nicht, was mich hier erwartet. Nö. Wir tappen mal. Also tippen auf dem Bildschirm. Und wir sehen eine Polizeistation von Lego. Oder eine Polizeisperre. Wir sehen einen Hund. Alles in dieser, ja, natürlich mit Lego Figur. Ich bin mal ein bisschen ruhig. Ich kann gar nicht ruhig bleiben. Da ist ein Verbrecher. Oh oh, was will der machen? Der versucht zu entkommen und wir sind der Verbrecher. Nee, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Gut, okay, wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Nach hinten ziehen. Noch weiter. Noch weiter. Und wir sind raus. Oh oh, wir sind ein Verbrecher. Wir sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Also, so toll finde ich das nicht. Aber es ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Noch ein Tritt. Und dann geht das Ding hier kaputt. Oh, der Polizist hat es gesehen. Das Spiel ist ab 0 Jahren und ist von Lego Systems. Oh, was müssen wir denn jetzt hier machen? Ah, wir nehmen hier den Lego-Stein und wir bauen das wieder auf. Ah, okay, wir bauen das Gefängnis wieder auf. Sehr gut. Und wir kriegen Applaus. Ja, oder es freuen sich Leute so wieder zumachen. Also hier bauen wir auch ein bisschen. Sehr gut. Wie auch bei echten Legos. Aber das geht hier natürlich deutlich schneller, weil die ganzen Teile schon zusammengebaut sind. Und wir haben 31 Lego-Münzen gesammelt. Ah, okay. Jetzt sehe ich, wir haben jetzt ein Lego-Auto. Müssen wir darauf klicken? Wir klicken mal drauf. Ah, okay. Wir können zum Polizeiwagen aussuchen. Den nehmen wir doch. Gibt es da ein Rennen oder was? Also da bin ich jetzt mal gespannt. Also echt ein cooles Spiel, muss ich sagen. Gut. Dann nehmen wir jetzt, fahren wir hier ins Haus. Ah, und wir müssen... Ja, super cool. Yeah, wir sind gut unterwegs. Die Lego-Hindernisse machen uns gar nichts aus. Der Polizist kann super lenken. Oder wir... Also ein Mix aus kleinen Minispielen bei diesem Lego Juniors Quest. So kleine Questspiele, kleine Quests. Also Minispiele jetzt hier. Ah, und wir kommen hier zum Blumenladen, glaube ich. Und wir fragen, ob die den Verbrecher vielleicht gesehen haben. Oh, ist das ein Ninja? Das ist ja ein Ninja. Vielleicht ist das ja einer von Ninjago. Oh, die hat den Verbrecher nicht gesehen. Habt ihr den Ninja eben gesehen? Oh. Vorsicht! Vorsicht, Mensch. Ja, wir fangen jetzt erstmal den Hund. Oder, nee, das ist, glaube ich, eine Katze. Sorry, eine Katze. Freu dich nicht zu früh. Wir müssen den erstmal bekommen. Okay. Oh. Das war knapp. Wir müssen hier Lego-Goldmünzen sammeln. Oh, wir sind gut unterwegs, Leute. Sehr gut. Wir sammeln alle Münzen ein. Wir haben jetzt schon 120... diesem Lego-Weg hier. Echt cool gemacht. Echt cool. Lego Juniors Quest. Ab 0 Jahren geeignet. Ich dachte, ich zocke es jetzt zum ersten Mal. Eine App für Android und iOS. Oh, hier ist eine Straßensperre. Oder eine Baustelle eher. Was ist denn hier? Oh, da liegt ein dicker, fetter Stein mitten auf der Straße. Wie kommt der denn dahin? Nicht, dass es der Verbrecher war. Und wir sehen hier Lego-Bauarbeiter. Oh oh. Der ist ja schnell unterwegs. So einfach geht das nicht, mein Freund. Nee, nee, nee. So nicht. Die Polizei kommt nicht, dass sie Ärger bekommen. Nee, ich glaube, wir helfen denen jetzt. So, wie können wir denn helfen? Oh, vorsichtig, Mensch, das tut doch weh. Krieg dich doch nicht so auf. Wir finden für alles eine Lösung. In Lego City. Oh, wir müssen hier was zusammenbauen. Ein Kran vielleicht. Machen wir. Alles klar. So, wir nehmen hier die einzelnen Lego-Teile. Unser Polizist wird zum Bauingenieur. Ne, es kommt, glaube ich, hier hin. Das hier oben hin.
Yes, yes, sehr gut. Eine Leiter. Sehr gut. Ja, ich glaube, das wird ein Kran, ein kleiner Kran. Hier kann man sich hinsetzen. Oh, oder eine Abrissbirne. Yo, yo, Abrisskran. Yo, yo, yo. Und dafür gibt es natürlich auch Punkte. Sehr gut, das freut uns doch. Oh, der Polizist will das machen. Ob du dafür sogar geeignet bist. Nun ja, wir werden sehen. Und dann immer nach rechts. Whoops. Und dann wieder nach links. Ah, sehr cool. Boom. Wieder zurück. Und wieder vor. Boom. Immer noch nichts passiert. Der Stein, der ist immer noch da. Yes, wir haben es geschafft. Der Weg müsste jetzt eigentlich schon fast frei sein, aber da liegen jetzt noch Steine. Gehen die automatisch weg? Ja, die gehen anscheinend automatisch weg. Wir sind weiter auf der Suche nach dem Verbrecher. Nach dem Lego-Verbrecher. Cool. Schaut euch den. So, es geht weiter in Lego City. Wir sind hier an einem Schloss. Müssen wir erst zum Schloss fahren? Ich glaube schon. Oh, oh. Wir sind auf einem anderen Weg. Wir sind ganz weit oben. Oh, das ist ja cool. Schaut euch unten die Straße an. Wir sind ganz weit oben. Der Polizist, der ist unterwegs. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Verbrecher. Sehr gut, haben wir geschafft. Dann müssten wir auch gleich beim Schloss sein. Und das soll die letzte Quest für heute sein, Leute. Oh, da ist schon wieder ein Ninja. Ninja. Wir fragen bei der Prinzessin nach, bei der Lego-Prinzessin, ob sie vielleicht den Verbrecher gesehen hat. Aber die Prinzessin ist auch nicht da. Doch, doch, da ist sie, da ist sie. Hallöchen. Und die rutscht runter. Sehr süß. Und die hat auch eine kleine Katze. Aber das ist nicht die Katze von eben. Dann gibt es hier noch die Frage nach dem Verbrecher, aber sie hat ihn auch nicht gesehen. Okay, dann geht es jetzt weiter mit der Reise. Und das, würde ich sagen, seht ihr dann im nächsten Video von Lego Universe Quest. Wie hat euch das heutige Spiel gefallen? Schreibt es doch in die Kommentare. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter, Leute. Ciao!